Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen, fast jeden Morgen, nämlich immer montags, mittwochs, freitags und sonntags, Momi Freso, aus dem wichtigsten Buch der Krishna-Bhakti-Tradition zu hören, es gemeinsam zu lesen und man kann schon studieren sagen, weil wir gehen ganz systematisch Vers für Vers, Absatz für Absatz durch diesen Text, der schon über 5000 Jahre alt ist. Und neben der Bhagavad Gita, wie sie ist, sind das unsere wichtigsten Bücher im Krishna-Bewusstsein. Sie wurden alle übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und wir sind mittlerweile im 9. Kapitel des 1. Kantos. Jetzt kann man sich fragen, wenn man hier zum ersten Mal einschaltet, oh, dann kann ich auch, glaube ich, wieder wegschalten, weil ich weiß ja gar nicht, was das Thema ist. Man muss die Verse davor auch kennen und die Kapitel davor. Aber nein, so ist es beim Srimad Bhagavatam nicht. Srila Prabhupada sagte einmal, das Srimad Bhagavatam ist wie ein Honigglas, wenn man das so öffnet. Ihr kennt es, ihr habt vielleicht einen Löffel, einen langen Löffel mit langem Stiel. Ihr könnt ganz oben den Honig nehmen. Ihr könnt aber auch richtig tief eintauchen und den Honig unten herausholen. Und was stellt ihr fest? Bei zwei Versuchen, einmal ganz oben und einmal ganz unten und vielleicht einmal in der Mitte, der Honig schmeckt überall gleich süß. Also auch im 9. Kapitel kann man den Honig schmecken. Natürlich hat es noch eine gewisse, kommt ein noch größerer Geschmack, das wollen wir auf jeden Fall hier noch erwähnen, wenn man ganz von Anfang an fängt. Aber damit fällt und steht und fällt diese Erfahrung nicht. Man kann also auch in der Mitte anfangen und man hat die Möglichkeit ja, dann zusätzlich von Anfang an das Ganze hier zu verfolgen. Ich habe Freunde, die jede aktuelle Folge sich anschauen, aber auch parallel sich die Folgen von Anfang an angucken. Und Also wenn Sie die Folgen am Anfang hören, immer weiter, dann kommen Sie irgendwann zu der Folge, wo Sie einmal das erste Mal eingeschaltet haben. Also so, ihr versteht, glaube ich, den Punkt. Hoffe ich zumindest. Ja, und in diesem Sinne wollen wir uns heute wieder den großen Rishis zuwenden, den großen Weisen, die auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra eingetroffen sind, um Großvater Bhishma, den Ahnenherrn und großen Krieger der Kuru-Dynastie, ihren letzten Respekt zu erweisen. Und da beschäftigen wir uns heute mit mindestens drei Rishis. Die Namen werdet ihr gleich hören. Aber ich werde jetzt erstmal mit Ram Gopal Prabhu aus dem Westerwald, den ich auch ganz herzlich begrüße, die glückverheißenden Gebete chanten. Hare Krishna erstmal, lieber Ram Gopal Prabhu. Und ich werde mal schauen, wie ich die am besten hier einblende. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrbietungen.
Narayanam Namaskritya Narangchaiva Narotamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udhirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayan, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Nara Narayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Sarasvati, der Göttin der Gelehrsamkeit und Srila Vyasadev, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashta prayeshva vatreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyutama shloke bhaktya bhavati naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem Reingeweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Und gerne alle zusammen, schaltet eure Mikrofone einmal gerne ein. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Herzlichen Dank und wir gehen direkt zu unserem heutigen Abschnitt. Und zwar befinden wir uns bei Vers 6 und 7 des 9. Kapitels im 1. Kanto, genauer gesagt, sind wir auf Seite 394 und in dem Vers selbst werden diese berühmten Rishis einfach so aufgezählt, die sich dort versammelt haben. Ich kann ja einmal kurz das Sanskrit noch mal kurz chanten, den Vers. Genau, Ram Gopal, du kannst ja vielleicht noch mal das Deutsche übernehmen. Und zwar heißt es Parvato Narado Dhaumyo Bhagavan Badarayanaha Brihadashvo Bharadvaja Shashishyo Hinuka Sutaha Vasishta Indra Pramadas Trito Gritsamado Sitaha Kakshivan Gautamo Trischa Kaushikotha Sudarshanaha. Alle Weisen waren zugegen, unter ihnen Parvata Muni, Narada, Daumya, die Inkarnation Gottes namens Vyasa, Brihadashva, Bharadvaja, Parashuram mit seinen Schülern, Vasishta, Indra Pamada, Trida, Grita Samada, Asita, Kakshivan, Gautama, Atri, Kaushika und Sudarshana. Okay, dann lass uns kurz hören, oder nicht kurz, sondern ganz konzentriert, wie es jetzt mit diesen Weisen hier weitergeht. Und zwar haben wir heute den Weisen Indra Pramada, dann haben wir den Weisen Trita und dann Gritsamada und Asita. Und ja, let's go. Indra Pramada ist ein weiterer berühmter Rishi. Trita ist einer der drei Söhne des Prajapati Gautama. Er war der dritte Sohn und seine beiden älteren Brüder hießen Ekat und Dvita. Alle drei Brüder waren große Weise und hielten sich streng an alle religiösen Prinzipien. Durch schwere Bußen gelangten sie nach Brahmaloka, dem Planeten, auf dem Brahmaji lebt. Einst fiel Trita Muni in einen Brunnen. Er bereitete viele Opferungen vor und als einer der großen Weisen war er ebenfalls gekommen, um Bhishmaji an seinem Totenbett Ehre zu erweisen. Er gehörte zu den sieben Weisen von Varuna Loka. Er stammte aus einem der westlichen Länder der Welt, höchstwahrscheinlich aus einem europäischen Land. Zur damaligen Zeit herrschte auf der ganzen Welt die vedische Kultur. Gritsamada ist einer der Weisen des himmlischen Königreiches. Er war ein enger Freund des Himmelskönigs Indra und war ebenso bedeutend wie Brihaspati. Er pflegte die königliche Versammlung Maharaja Yudhishthiras zu besuchen und kam ebenfalls an den Ort, wo Bhishma Deva seinen letzten Atemzug tat.
Einmal beschrieb er Maharaja Yudhishthira die Herrlichkeit Shivas. Er war der Sohn Vitahavyas und ähnelte in seiner persönlichen Erscheinung Indra. Die Feinde Indras hielten ihn einmal irrtümlich für Indra und nahmen ihn gefangen. Er war ein großer Gelehrter des Rigveda, weshalb er bei der Brahmana-Gemeinde in hohen Ehren stand. Er lebte im Zölibat und war in jeder Hinsicht ein mächtiger Weiser. Asita, es gab einen König gleichen Namens, aber der hier erwähnte Asita ist der Asita Devalarisi, ein bedeutender und mächtiger Weiser seiner Zeit. Er erklärte seinen Vater 1.500.000 Verse des Mahabharata. Er war einer der Teilnehmer am Schlangenopfer Maharaja Janamejayas. Zusammen mit anderen großen Rishis war er bei der Krönungszeremonie Maharaja Yudhisthiras zugegen und belehrte ihn, als dieser sich auf den Hügel Anjana aufhielt. Er war ebenfalls ein geweihter Shivas. Besten Dank. Ja, einen Punkt, den ich hier auf jeden Fall sehr interessant finde, den markiere ich euch. Es geht um den Rishi Trita. Und Srila Prabhupada schreibt hier, er stammte aus einem der westlichen Länder der Welt, höchstwahrscheinlich aus einem europäischen Land. Zur damaligen Zeit herrschte auf der ganzen Welt die vedische Kultur. Das finde ich sehr interessant. Also wir haben es hier mit einem Rishi zu tun, der, wie Srila Prabhupada sagt, höchstwahrscheinlich aus einem europäischen Land kam. Vielleicht kam er sogar aus Deutschland. Und wir hören hier, kann auch Österreich oder die Schweiz sein, und wir hören hier, dass auf der ganzen Welt die vedische Kultur herrschte. Und jetzt ist die Frage, was meint Srila Prabhupada damit, wenn er sagt, auf der ganzen Welt herrschte die vedische Kultur? Da gibt es auch in der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein schon seit vielen Jahren eine Diskussion. Meint er damit so äußerliche Gebräuche, trugen zum Beispiel die Menschen auf der ganzen Welt dieselbe Kleidung? Gab es eine einheitliche Kleidung, die überall getragen wurde? Wurde überall dasselbe Essen gekocht? Wurden überall die Tempel in derselben Architektur gebaut? Was gibt es noch? Wurde überall auf selbe Art und Weise Musik gespielt? Mit denselben Instrumenten? So. Und so könnte man die Frage jetzt weiterstellen. Und einige Mitglieder sind der Meinung, ja, das können sie sich gut vorstellen. Dann gibt es die andere Meinung, die sagt, nein, jedes Land hat unterschiedliche klimatische Bedingungen. Das in Nordsibirien oder in Skandinavien kann man nicht dieselbe Kleidung tragen wie in Südindien. Und auch Gemüse wächst anders hier. Wir wissen aus Deutschland, hier wachsen keine Kokosnüsse, keine Bananen. Deshalb das Essen, die Speisen, die Krishna dargebracht wurden, nehmen wir mal an, Srila Prabhupada meint mit vedischer Kultur auch Krishna-Verehrung, dann haben die Menschen in Deutschland in den Tempeln sicherlich anderes Boga dargebracht wie in Gujarat. Und so, was gibt es noch? Musik. Ja, ich hatte einmal die kuriose Erfahrung, da war ich in Vrindavan und da gab es den Leiter des 24-Stunden-Kirtans und der hat verboten, dass man bei dem Kirtan mit Gitarre spielt. Er meinte, das wäre zu westlich, das Instrument, das würde eine andere Energie reinbringen. Habe ich so gedacht, oh, interessant, okay.
Und dann 2 Tage später tauchte aber jemand auf, der beim Bhajan, beim Kirtan, eine Violine spielte. Eine original italienische Stradivari oder zumindest ein Nachbau. Und dann hatte ich mal so nachgefragt, ja, das ist doch eigentlich auch ein westliches Instrument. Und dann wurde mir als Antwort gegeben, ja, hier erlaubt der Leiter des 24-Stunden-Kirtan das, wenn sie indisch gespielt wird, die Violine. Ja, für mich war das alles ein bisschen seltsam. Dann habe ich gefragt, ja, wie sieht es denn mit dem Harmonium aus? Das haben die Engländer und die Deutschen erfunden und nach Indien gebracht. Da war dann die Antwort, ja, Prabhupada hätte da eine spezielle Mercy gegeben, eine spezielle Barmherzigkeit, dass wir das spielen können, auch wenn es aus den westlichen Ländern kam. Ja, also ich habe so im Nachhinein gedacht, irgendwie ist das für mich alles sehr, sehr aus der Luft gegriffen, diese Antworten. Aber ich habe es natürlich respektiert. Aber für mich besteht immer noch die Frage, was ist wirklich der Maßstab? Und für mich, ich würde sagen, da würde mich auch eure Meinung mal interessieren, ich denke, der Maßstab ist, dass wir in unserer jeweiligen Kultur immer die 3 Erscheinungsweisen vorfinden. Wir können Musik spielen, auch in Indien, in der Erscheinungsweise der Tugend und auch in Deutschland und auch in anderen Ländern. Wir können Musik spielen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und wir können Musik spielen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Dasselbe betrifft Kleidung. Ich habe schon in Indien Menschen gesehen, die sich sehr erotisch gekleidet haben. Ich habe dasselbe in Deutschland gesehen. Ich habe gesehen, wie in Deutschland Menschen sehr sittsam gekleidet sind und dann vielleicht in die Kirche gegangen sind. Und dasselbe habe ich in Indien gesehen. Und eigentlich kann man überall das beobachten, dass es die 3 Erscheinungsweisen der Natur gibt. Dasselbe mit Essen, mit Speisen. Du kannst nach Indien gehen. Ich war einmal in Jaipur und wir wollten dort den Radha Govinda Tempel besuchen. Und es gab damals, das war vor 25 Jahren, noch keinen ISKCON Tempel dort. Und irgendwann stellten wir fest, wir hängen hier in einem Hotel und haben schon 2 Tage gefastet, weil es kein richtiges Prasadam gibt. Und irgendwann blieb uns nichts anderes übrig, als zu fragen, ob es ein vegetarisches Restaurant gibt. Und dann wurde uns gesagt, ja, dort gibt es ein Restaurant, die kochen ohne Zwiebeln. Und dann sind wir da hingegangen. Und das Zweite, was mich der Kellner gefragt habe, ist, ob ich es mild, scharf oder sehr scharf gerne hätte. Und dann dachte ich, ja, so mild, gar nicht gewürzt, ist ja auch nicht so toll. Und dann nehmen wir ein bisschen scharf. Habe ich so gesagt, Tora Chili. Ein ganz bisschen. Ja, und dann kam das Essen. Wir haben es dann im Geiste zu Krishna geopfert. Und als ich den ersten Löffel in den Mund nahm, habe ich gedacht, oh, wo ist die Feuerwehr? Ich brauche einen Sonderzug mit einer besonderen Einheit, die das Feuer hier löscht. Und ich werde wahrscheinlich gleich meine Schädeldecke von der oberen Wand abkratzen müssen. Es war so unfassbar scharf. Na, was ich damit sagen will, das war für mich eindeutig in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und ja, wir wissen es manchmal auch, Prasadam kann zu sehr gewürzt sein. Srila Prabhupada sagt es sogar in der Bhagavad Gita. Da beschreibt er Essen in diesen 3 Erscheinungsweisen und sagt, Speisen, die zu sehr mit rotem Chili gewürzt sind, sind in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und so können wir das überall beobachten. Und das wäre für mich so der Maßstab. Man kann Gitarre in der Erscheinungsweise der Tugend spielen oder
mit bestimmten Effekten dann so spielen wie Jimi Hendrix. Und dann ist es in der Erscheinungsweise der Leidenschaft oder Unwissenheit. Das wäre für mich so der Maßstab. Ram Gopal Prabhu, was würdest du dazu antworten? Was wäre für dich da die Messlatte? Ja, also daran habe ich auch gedacht, diese drei Erscheinungsweisen, weil im Süden Europas hat man sicherlich einen leichteren Zugang zur sattwischen Lebensweise wie im Norden, alleine des Klimas wegen. Sondern ich habe vor ein paar Monaten ein Buch angefangen zu lesen, was ich noch nicht fertig habe. Und zwar geht das um die keltische Spiritualität. Und also wie die Kelten Gottesliebe gelebt haben. Also die Kelten, das muss man verstehen, das geht also so fast so ungefähr von der ungarischen Grenze bis hoch nach Irland. Bis Irland, ne? So ungefähr. So, also über einen ziemlich breiten Rahmen. So Aufzeichnungen gibt es so ungefähr, sind so 2.000 bis 3.000 Jahre alt. Und wie diese Gottesliebe praktiziert worden ist, da ist das sehr nahe an dem vedischen Weltbild. Ja, was wichtig ist, dass das einfach so, es war ein sehr großes Volk eigentlich für diese europäischen Verhältnisse, eben diese große Fläche, die durch die Kelten in Abständen besiedelt worden ist. Das heißt also, wenn man in dieser Information Gottesliebe praktiziert, wenn man also das keltische Spiritualität und das vedische Spiritualität so nebeneinander stellt, dann sind da ganz tiefe Ähnlichkeiten vorhanden. Und wenn man jetzt diese Fläche sieht, ja, dann zieht sich das schon durch ganz Europa durch. Jetzt komme ich in den etwas spekulativen Bereich. Dann gab es sowas, was viele Menschen Atlanta nennen. Oder Atlantis, oder wie war das nochmal, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, Atlantis. Und das könnte sein jetzt, dass sich das auf irgendwie einen Inselstaat oder sowas in der Art beschränkt hat, der dann irgendwie untergegangen ist, was auch immer das alles sein mag, das interessiert mich nicht wirklich. Fakt ist nur, wenn es eine Hochkultur gab, dann verbreitet sich das immer, weil so tugendhafte Lebensweise zieht immer tugendhafte Lebensweise nach sich meistens. Man kann schwierig, wenn man in Tugend lebt, verankert ist, dann kann man schwierig rajasische Dinge oder noch schwieriger tamasische Dinge annehmen. Das gibt es auch, haben wir gehört von Ajamil und so weiter. Aber das ist nicht so, das kann man nicht als so ein Gesellschaftsbild betrachten. Außer es gibt Führer, die, wir kennen das aus der Bhagavad Gita, was immer eine bedeutende Persönlichkeit macht, die Allgemeinheit folgt ihr nach, die dann das als Zielsetzung vorgeben und vorleben und dann wird die Allgemeinheit nachfolgen. Mhm. Und sicherlich sind auch wieder so, wenn man jetzt so in die Germanische guckt, ja, da wird zwar nicht Krishna in dem Sinne verehrt, aber Krishna bzw. Lord Chaitanya sagt ja, die heiligen Namen werden in jedem Land und in jedem Stadt gechantet werden. Also Chaitanya Mahaprabhu bezieht sich auch nicht nur auf Krishna, sondern auf die heiligen Namen. Und wir wissen, dass die Germanen also auch ein sehr klares Gottesbild beziehungsweise Halbgottbild haben. Wir wissen das von den Griechen, wir wissen das von den Römern und ich glaube in Spanien, da bin ich jetzt aber nicht ganz so, ist mir nicht so ganz genau, wie das hieß, da gibt es auch eine sehr spirituelle
angehauchte Vergangenheit, die jetzt sich sicherlich nicht über alle hinzieht, die Jäger und Sammler und so weiter, aber auf jeden Fall so die Druiden und so weiter, die wussten Bescheid. Ja, die wussten über Alchemie Bescheid, die wussten über die Gesetzmäßigkeiten des Universums Bescheid und die wussten auch, wenn man nicht den Prinzipien folgt, denn oder den 10 Geboten oder so, dann ist keine ethisch-moralische Grundlage da. Das heißt also auch keine Grundlage, um tiefer blicken zu können und meditativ sein zu können. Also die Druiden haben sehr zurückgezogen gelebt, oft. Und also die werden da schon ihre Gottesverwirklichung gemacht haben. Also da bin ich sicher. Und wir wissen alle durch unsere Erfahrungen, wenn wir das einmal erstmal, wenn wir da so einen Tropfen haben, bekommen durch die Gnade, dann ist es sehr schwierig, das so stecken zu lassen. Und ich möchte noch ganz kurz ergänzen dazu, wir haben am Sonntag, glaube ich, war das, haben wir ein Schülermeeting gehabt mit dem gerade zurückgekehrten Satchinandana Swami. Und der hat so diese Kontroverse gestellt, so die Illusion, wo sind wir? Sind wir jetzt in dieser materiellen Illusion oder in der spirituellen Wirklichkeit? Ja, so, weil die Grundlage war, dass er eben in Vrindavan das als sehr einfach empfunden hat, in dieser spirituellen Wirklichkeit zu sein, was jeder, der in Vrindavan war, ja weiß. Es ist sehr einfach, in der spirituellen Wirklichkeit zu sein, aber man kann natürlich auch in Vrindavan in dieser groben Bedeckung sich bewegen und so weiter. Und so unser Bild, das illusorische Bild, was uns durch die Geschichtsschreibung präsentiert wird, ist also mit Sicherheit ein Teil der Illusion. Das gibt ja noch den Punkt bei einem Weisen weiter, diese 1,5 Millionen Verse aus dem Mahabharata. Also wir wissen von 200.000 Versen aus dem Mahabharata. Das ist mir jetzt auch bewusst, das erste Mal, diese Zahl. Und Prabhupada hat das gesagt. Und ich bin nicht jemand, der sagt, Prabhupada hat gesagt. Ja, also, aber das gibt so Sachen, die, auch wenn ich das nicht weiß, möchte ich das annehmen, weil das eben von Prabhupada kommt und mich anregt, über diese Punkte tiefer nachzudenken. Ja, also mit den 1,5 Millionen Versen, das ist interessant. Ich habe mal die Aussage gehört, dass hier auf der Erde hat das Mahabharata, genau, ich habe mal die Zahl 120.000 Verse gehört. Und dann habe ich die Aussage gehört, das Mahabharata wird auch unter den Halbgöttern, genau, sich erzählt. Und weil die Wesen auf den höheren Planetensystemen eine größere intellektuelle Kapazität haben, ist auch das Mahabharata viel umfangreicher. Genau, das Srimad Bhagavatam übrigens auch. Ja. Und so, das Prabhupada soll auch mal gesagt haben, selbst wenn es jemand Intellektuellen oder so gibt, der jetzt das gesamte Bhagavatam verstanden hat und den Wunsch nach mehr hat, wird Krishna mehr manifestieren, weil es da ist. Das ist bloß nicht auf unserer Ebene zugänglich, aber so auf der nächsthöheren Ebene, so da ist es viel umfangreicher. Also so habe ich das gehört. Mhm. Und wenn Prabhupada sagt, wir haben in Europa, dass es möglicherweise aus Europa stammt, wie war das jetzt nochmal, dass dieser Weise aus Europa stammt, dann nehme ich das an. Weil wir haben das auch gehört, bei München wurde eine Shingadev-Murti gefunden, der auf, glaube ich, 35.000 Jahre datiert wurde. Ja, wie kommt er da hin? Ja, in alten vedischen Karten hat man gefunden, dass schon eingezeichnet war,
wo jetzt Lord Nrisingadev im Simhachalam verehrt wird und so weiter. Ja, also wie passiert das? Ne? Also das ist nicht innerhalb meiner Verständnisebene, aber das heißt ja nicht, dass es das nicht gibt. Es wird sogar beschrieben, dass Narada Muni blond ist und Indra auch. Echt? Wow. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Ja, auf jeden Fall kurios. Ja, lass uns gucken, was hat es nochmal mit dem Gritsamada auf sich? Was hier ins Auge sticht, ist, lass uns mal gucken, er konnte also den Rigveda sehr schön chanten, war dort sehr gelehrt, wurde deshalb von der Brahmana-Gemeinde in hohen Ehren gehalten. Dann hat er den Maharaj Yudhishthir oft beraten und er ist ein Weiser, der zum himmlischen Königreich gehört. Okay. So, Asita, da kommt das mit den 1,5 Millionen Versen drin vor. Das haben wir eben besprochen. Der Sinisha hat uns darauf hingewiesen hier im Chatfenster. Er hätte gehört, dass das gesamte vedische Wissen 10 Milliarden Verse umfasst. Wow. Und ja, eigentlich nur einer kennt alle Verse, das ist Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes. Und diese verschiedenen Rishis, das ist vielleicht schon mal nochmal interessant zu erwähnen, die waren oft spezialisiert für einen bestimmten Wissenszweig und haben den auch so noch so formuliert und haben das zusammengetragen, das Wissen, das ein bisschen sortiert. Und deshalb sind sie sozusagen dort. Zum Beispiel haben wir den Patanjali, der ist so der Rishi für das Hatha-Yoga-System. Und der hat sich damit sehr tief beschäftigt. Wir haben das auch in der modernen Wissenschaft. Da gibt es Autoritäten, nehmen wir Sir Isaac Newton, der hat sich mit physikalischen Gesetzen beschäftigt und hat da bestimmte Formeln entwickelt, die wir heute noch 300 Jahre später benutzen können. Oder es gibt Pythagoras, die haben sich mit Geometrie sehr tief beschäftigt und haben da Formeln und Systeme herausgefunden. Man kann also sagen, Pythagoras ist der Rishi für eine gewisse Geometrieabteilung. Und so gab es auch hier im Srimad Bhagavatam und in den Veden eben auch Rishis, die Autoritäten sind, Professoren für bestimmte Wissensabteilungen. Ja, lass uns noch mal gucken. Ein interessanter Punkt war hier noch, der ist auch zweimal schon vorgekommen, und zwar geht es um dieses Schlangenopfer. Das ist hier jetzt zum zweiten Mal aufgetaucht. Und zwar dieser Asita, er war auch gegenwärtig bei dem Opfer, wie wird das hier genau formuliert? Er war einer der Teilnehmer am Schlangenopfer Maharaja Janamejayas. Zuerst einmal, der Name Asita Devala Rishi, der taucht auch in der Bhagavad Gita auf. Das ist vielleicht auch nochmal, das sollten wir nochmal ganz kurz vorwegnehmen. Und zwar Asito Devalo Vyasa Svayam Chaiva Bravishimi. Da sagt Arjuna zu Krishna, nachdem er ihm einen beträchtlichen Teil der Bhagavad Gita erklärt hat, fängt Arjuna an, sich wieder zu fassen. Wir können uns erinnern, er zitterte am Anfang, sein Bogen fiel ihm aus der Hand, er fing sogar an zu weinen, hieß es. Und er hatte völlig seine Fassung verloren. Und dann erklärte Krishna ihm das zweite Kapitel, dritte, vierte, fünfte. Und im zehnten Kapitel gibt es die sogenannten Chatur Shloki. Das sind die vier Kernverse der Bhagavad Gita. Die kann ich euch kurz mal vorlesen, weil danach taucht der Name Asita und Devala auf. So, und zwar heißt es hier, die Chatur Shlokis fangen an bei 10.8, ist auch interessant.
wenn wir da den Punkt wegnehmen, sind wir bei 108. Ja, und da heißt es, Ahang Savasya Prabhavo Mata Sarvam Pravatate Iti Matva Bhajantimam Buddha Bhava Samanvitaha. Da sagt Krishna, ich bin der Ursprung aller spirituellen und materiellen Welten. Alles geht von mir aus. Die Weisen, die dies vollkommen wissen, beschäftigen sich in meinem hingebungsvollen Dienst und verehren mich von ganzem Herzen. In Vers 9, Machita Matgata Prana Bodhayanta Parasparam Katayantaschamang Nityam Tushyanti Charamanticha. Die Gedanken meiner reinen Geweihten weilen bei mir. Ihr Leben sind mir ergeben und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, wenn sie einander erleuchten und über mich sprechen. Das ist, was wir zum Beispiel hier versuchen. Wir zählen uns vielleicht demütigerweise nicht zu den großen reinen Geweihten, aber wir versuchen, ihren Fußspuren zu folgen, indem wir aus dem Bhagavatam lesen und uns versuchen, so gut wir können, uns gegenseitig mit dem ein oder anderen Punkt zu erleuchten. Dann heißt es im Vers 10, denjenigen, die mir ständig hingegeben sind und mich mit Liebe verehren, ihnen gebe ich das Verständnis, wodurch sie zu mir gelangen können. Und im vierten dieser vier Kernverse heißt es, Tesham evanukam partam aham agyana jam tamaha nashayam yatma bhavas bho jnana dipena bhasvata. Aus Mitleid mit ihnen zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel der Erkenntnis die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Das sind die vier Kernverse, das ist sozusagen die Essenz der gesamten Bhagavad Gita. Und als Arjuna diese vier Verse gehört hat, meldet er sich zu Wort. Er meldet sich nicht so oft zu Wort in der Bhagavad Gita, aber hier erhebt er die Stimme. Und jetzt kommt eben der Name Asita und Devala. Hört einmal aufmerksam zu. Arjuna Uvacha, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavan, Purushang Shashvatam Divyam Adi Devam Ajam Vibhum. Da heißt es, du bist das höchste Brahman, das Endgültige, das höchste Reich und der höchste Reinigende, die absolute Wahrheit und die ewige göttliche Person. Du bist der urerste Gott, transzendental und ursprünglich. Und du bist die ungeborene und alldurchdringende Schönheit, heißt es in dieser Bhagavad Gita-Ausgabe. Also man hat das Gefühl, dass Arjuna hier sich sehr erleuchtet fühlt. Ihm wird bewusst, mit wem er da eigentlich spricht, wem er eigentlich dazu hört, wer Krishna wirklich ist und natürlich auch, dass somit das ganze Wissen, was er erhält, höchste Autorität hat. Und jetzt kommt der Vers. Ahustram Rishaya Sarve Devarshir Naradastata Asito Devalo Vyasa Svayam Chaiva Bravishime. Alle großen Weisen wie Narada, Asita, Devala und Vyasa bestätigen diese Wahrheit über dich und nun erklärst du es mir selbst. Und hier ist nicht ganz eindeutig, also aus diesem Vers geht für mich hervor, dass es sich bei Asita und bei Devala um zwei Personen handelt. Und hier im Srimad Bhagavatam hat man das Gefühl, dass es dieselbe Person ist. Lass es uns nochmal anschauen. Ich lese den ersten Satz. Es gab einen König gleichen Namens, aber der hier erwähnte Asita ist der Asita Devala Rishi. Ja, das ist kurios. Da müsste man, glaube ich, auch mal einen Experten aufstöbern, der uns da mal genau erklären kann, ist das jetzt eine Person oder wie wir aus der Bhagavad Gita eher den Eindruck vermittelt bekommen, sind es zwei Personen. Und
Das gab es aber auch schon, dass auch Rishis immer als Freunde unterwegs sind. Wir hatten das gerade von dem Creeper Sindhu erfahren, dass Narada Muni und Parvata Muni, die waren sehr oft gemeinsam unterwegs. Und dann haben wir auch den Naranarayan Rishi, dem wir jedes Mal unsere Ehrerbietung darbringen. Das ist eigentlich Arjuna und Krishna als Rishi in einer anderen Rishi-Erweiterung. Das ist ein bisschen esoterisch, aber es ist eine Person und doch sind es zwei verschiedene. Also das ist auch nochmal interessant, da müssten wir mal nachfragen. Und nun zum Schluss, ich schiele auf den Glockenturm, lass uns nochmal ganz kurz erwähnen, was es mit diesem Schlangen-Yakya auf sich hat. Er war einer der Teilnehmer am Schlangenopfer Maharaj Janamejayas. Und das ist auch schon vorgekommen hier. Da hat Prabhupada das auch schon mal erwähnt, dass einer dieser Rishis da mit dabei war. Und nur ganz kurz, damit wir wissen, worum es geht. Wir wissen ja, dass König Parikshit jetzt gerade dieses Srimad Bhagavatam hört, 7 Tage lang. Ihm bleiben nur noch 7 Tage. Und ihm wird gesagt, er weiß es sogar schon, dass er am Ende von einer geflügelten Schlange zu Tode gebissen wird. Und das ist dann auch tatsächlich passiert. Wir werden darüber im 11. und 12. Kanto erfahren, wie das dann auch genau geschah. Und auch im Mahabharata wird das beschrieben. Und der Sohn von König Parikshit, er hatte auch einen Sohn, der hieß Janamejaya, der war so empört darüber, dass sein frommer Vater, der größte aller Gottgeweihten, ein so frommer, gottesbewusster König, auf so, ja, welches Wort kann man hier benutzen, der so niederträchtig von einer geflügelten Schlange einfach gebissen wurde und dann sterben musste. Und das hat ihn so empört, so in Rage versetzt, dass er beschloss, okay, wenn die Schlangen einen so frommen König einfach zu Tode beißen, dann ist meine Antwort, ich werde ein Yakya veranstalten und die größten Rishis vom ganzen Universum einladen, die mächtigsten Rishis mit großen mystischen Siddhis, und werde sie beauftragen, ein Feueropfer zu veranstalten, das so mächtig ist, dass es alle Schlangen, nicht nur von diesem Planeten, sondern vom ganzen Universum, buchstäblich herbeisaugt und in die Flammen hinein zieht. Und so werde ich alle Schlangen im Universum dann buchstäblich ausrotten. Das war sein Plan. Und ihr werdet staunen, aber sie waren tatsächlich richtig dabei. Und nur dadurch, dass, ich weiß nicht, welche mächtige Person es war, sie hat gesagt, Schluss damit, aufhören. Die Schlangen gehören nun mal mit zur Schöpfung. Wir müssen mit ihnen leben. Wir finden auch in der Bibel, da hat die Schlange auch keinen guten Ruf. Und dieser Janamejaya, dem ist die Hutschnur geplatzt. Er meinte, Schluss mit den Schlangen. Die handeln uns nur Ärger ein. Ja, und das ist eben, was wir hier hören, dass dieser Asita eben auch einer von diesen Rishis da war, der bei diesem Schlangenopfer aktiv mitgemacht hat. Prima, dann würde ich sagen, sind wir doch ein bisschen hier dem Text, den wir heute hatten, ein bisschen auf den Grund gegangen. Am Freitag, wollte ich euch jetzt schon mal ankündigen, haben wir den zweiten Teil, Ram Gopal Prabhu weiß Bescheid, den zweiten Teil mit seiner Lebensgefährtin und Verlobten, der Divya, die uns über ihre Lebensgeschichte noch etwas erzählen wird, aber auch die Verbindung zwischen Hatha-Yoga oder dem Ashtanga-Yoga-Pfad und dem Bhakti-Yoga-Pfad,
etwas näher bringen wird. Und da freuen wir uns also schon drauf. Am Freitag seid gerne wieder mit dabei. Und ansonsten, am Sonntag geht es dann wieder weiter mit den Rishis. Vielleicht schließen wir dann die Liste der Rishis ab, zumindest von Vers 6 und 7, weil die Liste geht, habe ich nochmal nachgeschaut. Im 8. Vers kommen noch ein paar weitere Rishis nachgereicht. Und ja, lass uns kurz schauen. Die nächsten Rishis, die wir antreffen, sind Kakshivan, interessanter Name, müsste man mal, werden wir herausfinden, was das auf Sanskrit genau bedeutet, Atrimuni, Kaushika und Sudarshana. Das sind unsere nächsten Rishis für Sonntag. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken, auch an alle unsere lieben Zoom-Teilnehmer. Ich schaue noch mal kurz im Chatfenster. Hier sagt jemand, dass es schade sei, dass die vedischen 10 Milliarden Verse nicht auch uns in unseren Sprachen zugänglich sind. Also da haben wir einiges zu lesen. Die Lebenszeit reicht gar nicht aus. Also wir sind, glaube ich, froh, wenn wir das Srimad Bhagavatam vernünftig hier einmal richtig studieren. Prima. Dann würde ich sagen, lass uns zum Schluss noch einmal den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Okay. Schaltet gerne alle einmal eure Mikrofone ein. Und wenn ihr mögt, auch eure Kameras. Wir würden uns sehr freuen. Und ich singe einmal vor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.